Okay, wo ist das Deckenelement? Jetzt bei RTL 2. Halte Ausschau danach. Auf dem Greteplatz ist es nicht. Kranfahrer sucht Deckenelement. Also wirklich so. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Bausimulator Multiplatz. Da bin ich Pascal. Mahlzeit. Ich weiß nicht, ob ich mir irgendwann vielleicht nochmal eine andere Anmoderation überlegen werde, die ein bisschen spannender ist, aber ja. Es sind halt alle Informationen, die man braucht. Welche Folge ist es? Okay, das hätte man noch im Titel lesen können, aber meistens sind die Titel so lang, dass man die Folge nicht sieht, aber das steht auch auf dem Thumbnail. Ich rede scheiße schon wieder. Ich bin weniger Führung. Egal, wir wollen heute was bauen, habe ich glaube das Gefühl. Ja, woher kannst du dieses Gefühl haben? Ist ja nicht so, dass wir im Bausimulator sind. Nee. Warte, ich muss gerade überlegen wegen Tastenbelegungen. Nein, Ah, das ist ja, nicht. mit seinem Lenkrad. Wir fahren irgendwie auf die Autobahn zu einer Raststätte, ne? Na, wir bauen halt eine Raststelle. Verkehrswege. Genau, da hatten wir den Bahnhofsanbau bei der. Und jetzt kommt da das hier. Wir machen Mittel, oder? Ja. Mittel, ja. Oh, schon ambivalent. Ich sehe schon wieder eine Kieslieferung dazwischen. Was für viele Fertigbauteile mal wieder. Hatten wir ja eine Weile nicht. Na. Das letzte Mal war ja größtenteils wieder einfach nur Beton, 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 Beton. Und zwischendurch Beton. Na. So, Na dann, auf Map. geht's zurück, Meisterin. Ah ja, ist schon markiert. Sehr schön. Jetzt mal das falsche Pedal benutzt. Sollten wir auf den Fußgänger dort warten? Aber ja, wir starten mal wieder vom Dorf aus. Sonst waren wir jetzt ja immer von der Stadt aus gestartet. Also einmal mit Highspeed zum Ort des Geschehens. Naja, 100 im Innerorts. Ganz schlimm. Ist ja nichts Problem. Doch. Wenn Ich er hab die Kurve nicht Bremsweg. bekommt, dann ist das ein Und im Problem. Vorfahrt schon mal kurz Donks mitgegeben. Ja. Aber ich habe Verkehr auf niedrig gestellt, deswegen. Ich bin eine Weile nicht gefahren. Es waren 12 Folgen in Vorproduktion. Wir haben in der letzten Folge haben wir irgendwas erzählt von. Ich bin gar nicht, ich glaube, ich habe es rausgeschnitten. Von es hat ja mal hat erst einmal in diesem Jahr geschneit. Das war dann zum Zeitpunkt, wo ich das geschnitten habe, schon wieder falsch. Ja, das ist schon ein paar Mal geschnellt. Oh Leute, die ist hier. Ich dachte, die wäre dann beim Kreisverkehr. Und hier soll man die Tankstelle oder Raststätte dran bauen. Na, und das nochmal abgefrühstückt. Ich packe natürlich so, dass du auch super aussteigen kannst hier. Na, Nett wie ich bin. ein Luxus ist das hier. Guten Abend. Oder warte mal. Ui. Viele pendelnde Berufstätige und Fernfahrende kommen täglich durch unsere Region, allerdings ohne die Möglichkeit, bei längeren Fahrten eine erholsame Rast einlegen zu können. Deshalb, und auch um ein paar neue Arbeitsplätze für die Leute vor Ort zu schaffen, soll hier eine neue Raststätte gebaut werden. Ja. Die Augen haben sich etwas komisch bewegt, finde ich. Mehr gibt es ja nicht zu erzählen, würde ich sagen, ne? Nö. Aber wisst ihr, was der Witz daran ist? Von dem, was sie gerade erzählt hat? Diese Autobahn, ne? Die geht hier lang. Hier. Hier. Hier ist eine Lücke irgendwo. Hier ungefähr. Da ist sie einfach noch nicht gebaut oder hier irgendwo. Und dann geht sie ja wieder hier. Das heißt, sie führt im Kreis. Da brauchst du keine Rast. Die führt nirgendwo anders hin. Aber ich meine, dafür ist es halt elegant gelöst, ohne irgendwo, dass irgendwo dann so eine Border ist. Wir brauchen eine Planierraupe. Da gab es tatsächlich ein Update dazu.
Oh, Tobi, du hast hier ein paar Maschinen vergessen einzulagern beim letzten Geldverdienauftrag. Die stehen ja alle irgendwo in der Wohnsiedlung rum. An einem Parkplatz. Ja. Ja, Ja, das die stimmt. machen noch manchmal Aufträge für Geld, insbesondere Tobi. So nebenbei Ja. mal. Haben wir noch nicht genügend Geld. Warte, ne, wir brauchen 5 Millionen oder so, glaube ich, für den Meilenstein. Da ist So, ein was gibt goldener uns für eine Hammer. Neuerung mit der Planierraupe? Genau, da war ich, ne? Einmal, dass zum Beispiel bei dem Kies, wenn du mit der Planierraupe Kies verteilst, dass der Kies ja nicht mehr verschwindet die ganze Zeit. Darüber hatte ich mich ja so ein bisschen aufgeregt und das nicht mehr gemacht. Und es gibt auch Anpassungen beim Verhalten der Erde, wenn du das mit der Planierraupe schiebst. Also es soll irgendwie jetzt deutlich schwerer sein. Das kann man in Einstellungen allerdings auch einstellen, wie Oh krass das sein ja, soll. der rödelt hier ein bisschen. Naja, genau. Also vorher war es ja so, dass du wirklich einfach durchgefahren bist wie sonst was. Aber jetzt hat die Erde tatsächlich immer Widerstand. Und da hat er halt am meisten Power, hat die Cat. Allerdings hat die halt den Nachteil, dass die den Schild nicht heben und senken kann. Glaube ich irgendwie beim Fahren. Ja, aber das hat sich auf jeden Fall nochmal verbessert. Also wie gesagt, das Spiel wird definitiv noch verbessert hier. Das ist. Oh, sehr gut, dass wir noch weiter hier Updates liefern. Und so wie Pascal das hier fährt, das ist ja auch bitter nötig. Das ist schon richtig so. Was mache ich jetzt? Ja, das sieht ja hier aus, ey. So, 2% noch. Ach Die so, ja kriegen wir gut, doch hin. das ist ja wieder. Das ist ja wieder nur Mittel hier. Mittelmäßig. Die Genau. Vollständigkeit. Mittel muss man nur alles mittelmäßig machen, das ist richtig. So. Alle drunter vom Platz. Alle mal Wäsch. Ich bin Wäsch. Jetzt heißt es Baugrube ausheben. Wo ist so ein Kipper? Oh Gott, oh Gott. Ja, kann ich machen. Warte mal, ich muss mal. Ja, das kann ja was werden. So. Die können noch einen zweiten Bagger holen. Kannst noch einen zweiten Bagger holen, ja. Wenn ich daneben treffe, ich fahre Ego-Perspektive. Ich Na bagger super. Ego-Perspektive, nicht ich fahre. Bagger aus der Ego-Perspektive. Ach, dieser Wortschwund ist auch schlimm. Irgendwie so, weißt Ich bagger Ego. du? Wollen wir noch Edeka oder so, weißt du? Das ist. Ein Satz, den man häufig zur Schule hört. Also, das ist halt wirklich so eine Sache, dass die Menschen irgendwie heute alle Ich wenig. steck fest, Tobi. Dass die Wenn ich mal weniger aufrege, hänge ich Worte im Brunzaun benutzen. fest. Aber ich meine, ja, gut. Alles schneller, effizienter erfüllen, na gut, dann lässt er halt über Worte weg, ne? Ich muss aber zurücksetzen. Ich sollte zurücksetzen. Darfst du nicht zurücksetzen oder was? Ich tue immer das Falsche für Online, Bautrupp. Ja. Jetzt bist du Vorarbeiter. Jetzt solltest du alles dürfen. Ja. Befördert worden. Also wenn ich daneben schütte, ich sehe es nicht. Thank you.
So, dann drehe ich mich erstmal so rum, wie die Ketten fahren. Dann habe ich mir hier ja so eine schöne Brücke gelassen. Und da komme ich hier 1A noch weg. Aber wirklich die schmalste Brücke, die nur denkbar ist. Ich hoffe, es ist schon wieder voll. Warum wird die schmalst möglich für meine Kettenbreite, ne? Du wärst da wahrscheinlich sehr einfach rübergekommen. Achtung! Ja, ich komme aber hier diesen kleinen Hügel nicht hoch. Was? Das ist zu hoch für mich. Ja, dann bagger's weg. Ach, warte, ja, du musst ja erstmal umklappen. Oder warte, ich fahr einfach drüber, dann sollte das ja gegessen sein. Aber was war denn jetzt die Lichttaste? Das ist echt schon wieder, aber. Was hätte ich denn jetzt als Lichttaste? Ach nö, Zeug liefern. Es wird geliefert. Geliefert. Oh. Brauchen wir eine Ladefuhre mit allem möglichen, was wir brauchen in dieser Mission, ne? Will er ihn erfahren oder wollen wir es? Wollen wir es einfach hierher liefern lassen? Müssen wir auch hierher liefern lassen? Machen wir das. Auspacken. Plattenfundament. Ach, wir dürfen gießen. Ja, kannst du schon mal Betonpumpe holen oder so. Und Betonwände auch nochmal. Okay, also brauchen wir Betonpumpe und Betondingens. Mischer. Na dann. Bauen wir hier erstmal ein schönes Fundament rein. Wer hat diese Maussensitivität eingestellt, ey? Schlimm ist das. Ist derjenige, der gerade vor dem PC sitzt. Ja. Nee, bestimmt nicht. Ist auch schön, wenn wir die Tankstelle überhaupt nicht zuparken, unseren Maschinen, wie immer. Nö, ach, die überlebt auch eine Weile mit den Preisen. Ach nee, wobei, wir haben ja noch 50 Cent hier, oder was ist das? Da sind wir ja gar nicht bei 2 Euro noch was. Wir haben 2 Betonmischer? Ja, wir haben 2 Betonmischer. Warum kurz brauchen wir 2 Betonmischer? Als wir die Brücke gegossen haben, Folge 14, 15, 14? Ah. Da sind wir beide mit Betonmischern drüber gefahren. So, Beton fließt. Yay! Kannst dann wieder unten in die Grube gehen und verdichten. Nicht verdichten, verteilen. Ist auch gar nicht ein bisschen Zaun zur gesprungene Luft. Runter. Oder du machst schöne Thumbnails. Zum x-ten Mal von der Betonpumpe. Hier ist mit einem anderen Setting. Stahlbeton ist Armierungseisen und darauf ist Beton. Okay, ich hätte es Bewährungsgitter genannt, weil die Ressource so heißt, aber. Wir sehen, ich kann man vielleicht auch so sagen. Ching. Packst du aus? Ja, Pack Opening. Ah, hier muss ich Unboxing-Video. Na. Ja, mein Freund, der packt hier gerade aus und jetzt werden wir das, was er ausgepackt hat, mit Beton zuschütten. Obi, mach dir keine Umstände, ne? Ja, ja. Sagt ja schon eine freundliche Drohne mal. Nee, sagte mal ein Mann zu einer freundlichen Drohne, die ein Unboxing-Video machen wollte. So. Nee, aber nee, der Drohne macht das ja keine Unterschiede. Ich habe keinen Beton mehr. Die Drohne macht das ja keine Unterschiede, weil sie... Unterschiede. Die Umstände, weil sie sowieso die ganze Zeit aufnimmt. Mann! Deutsch, schwierig. Dankeschön. Viel Erfolg. Im Weitergießen. Ah, jetzt hat man sogar noch eine bildende Buchanspielung drin. Jetzt haben wir einen Bildungsauftrag gemacht, wenn wir eine Buchanspielung hatten. Ich weiß ja nicht, wie Sie sich das vorstellen, aber hier ist keine Tür. Wir kommen hier nie aus dem Zimmer raus. Vielleicht ist das nur Stütz irgendwas, aber das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Wahrscheinlich wird einfach noch Tür-Durchbruch gemacht. Weißt du, wir betonieren das erst und dann machen wir noch einen Durchbruch rein für eine Tür. Mit Beton.
Kann das sein, dass der Beton schon wieder alle ist? Was brauchst du denn hier für Massen? Das war gerade ein bisschen wenig, oder? Also, irgendwie? No, so tatsächlich alle. Na, so, das ist in so einer Wand, da musst du mir überlegen, was das für eine Fläche ist. Also ich kann dir jetzt zusehen, aber oh Gott, die Anzeige geht runter, 3/4. Ja, naja, das ist ein relativ tiefes Fundament. Dadurch ist die Fläche von den Wänden immer sehr groß. Ach, ich gieße sehr viel daneben, das ist nicht gut. Aber ich habe irgendwie ja, das Gefühl, der Beton... Verloren, dass du wirklich rein musst. Oh Gott, ein Drittel, ist gleich wieder alle. Der Beton, ich habe das Gefühl, der verteilt sich sehr viel besser und sehr viel schneller. Als vor dem Update. Weil meine Betonviskosität hochgeskillt. Nee, ich hab's ja auch maximal geskillt schon vorher gehabt, aber... Ah, jetzt sind die Türen da. Und die Treppe. Ah ja. Okay, dann fahre ich halt gerade auch noch. Holen wir noch mehr. Wie hast du es da genannt? Armierungsgitter. Armierungsgitter, okay. Hier steht Bewährungsgitter. Aber ist am Ende, glaube ich, das gleiche. Kannst du mal googeln. Hier hin, genau da, wo ich stehe. Was passiert, wenn du dir in mich hinein platzierst jetzt eigentlich? Dann hätte ich es an der falschen Stelle platziert. Nee, ich stehe ja gerade da, wo hier, oder? Ah ne, hier müsste was anderes hin. Hier müssen die Deckenelemente hin. Ah. Okay, also abrupt anhalten kann ich, indem ich sozusagen die Taste zum Schwenken loslasse und dann abrupt nach vorne, nach hinten die Maus bewege. Ist das Maus? Katze. Hä? Was war es von beiden? Ich glaube, es war die Laubkatze. Steht das hier? Die Katze eben. Laubkatze, ja. Na, sag ich, hey Katze. Ist auch witzig, wie viel. Also gut, jetzt fallen mir auch nur Maus und Katze ein, aber. Wie viel Tier. Gleichwörter, Dingsbums. Ich wollte gerade Anglizismen sagen, aber ist es ja nicht. Ah, mein Kopf! Oh, so viel zum aus dem Weg. Pass mal auf, wenn du das hier machst, da fahre ich mal zur Fertigwandfabrik und. Ah. Dann hätte ich gesagt, dass du dir Mobilkran holst einfach. Ja, habe ich auch überlegt, aber dann ist mir eingefallen, dass wir noch jetzt anderes Zeug brauchen. Da gehe ich mal ganz fix dahin. Also zu unserem Hof. Und dann hole ich mir... Ich würde sagen, den Multi-Auflieger, oder? Ja, das ist das größte Ding, dann passt das. Das grüne Ding. Maschine dazu. Haben. Ich hätte mir doch bestimmt... Ach, was sein kann, die haben die Tastenbelegungen resettet beim Update. Deshalb funktioniert das alles gerade nicht mehr. Ich wundere mich schon. Ich habe keine benutzerdefinierten Tastenänderungen, deswegen... Ist mir nicht aufgefallen. Okay, wo ist das Deckenelement? Jetzt bei RTL 2. Halte Ausschau danach. Auf dem Geräteplatz ist es nicht. Kranfahrer sucht Deckenelement. Also wirklich so. Weiß ich mal, bin ich überhaupt richtig hier? An sich ist glaube ich schon richtig. Ah, ich muss da hin.
Boah, das habe ich doch hier sehr schön geparkt. Betreten. Ich bin ja wirklich auf der Suche gerade. Laden. Na, okay. Schlimmstenfalls würde ich sagen, es ist eingestort. Ah, okay, die kann ich nicht sichern. Das ist interessant. Rampe ein Ausfall. Auf der Baustelle liegt es nicht auf dem Lagerplatz. Da wurde es nicht interpretiert. Naja, während Pascal das sucht, kann ich ja mal hinfahren. Ich finde nichts. Das ist an sich wahrscheinlich die beste Route, die mir gerade das Navi vorschlägt, aber ich denke, ich nehme trotzdem eine andere. Eine mit weniger Kurven. Sagt er und macht eine 180-Grad-Drehung. Weniger Kurven. Ich finde es nicht. Das ist schlecht. Oh, plötzlich hat es sich platziert, das Ding. Ah, nett. Wo auch immer das herkam, ich habe keine Ahnung. Das hätte ich mit dem Menü einfach Baustelle überspringen geklickt. Ach Mann, ich hab jetzt tatsächlich abgekauft, ey. Das ist einfach aufgetaucht, ja. Jetzt haben wir Geld einbußen. Ach, hätte ich nie was gesagt, dann wäre es nie rausgekommen. Ja. Es seien irgendwelche findigen Zuschauer hätten es gesehen. Dass plötzlich der Kontostand gesunken ist, leicht. Was, der Kontostand ist gesunken? Nee, das wäre... Also wenn, dann hätte man... Nee, wobei, ja, ich glaube, das Abschließen ist, zeigt sich genau gleich. Ach nee, der Sound, der kam nicht. Das ist übrigens die Brücke, die wir gebaut haben. Da habe ich letzte Folge etwas Blödsinn erzählt hier. Das mit den roten... Gedöns. Nein, ich biege hier nicht ab. Genau, der Sound fehlte mir nämlich. So, jetzt brauchen wir Kies. Na, ich komme mit Fertigwänden gerade. Dass ich jetzt beim Kies nicht dabei bin, das tut mir ja wirklich leid. Ja, wobei, ich habe vorhin über das neue Feature geredet, ne? Da müsste ich dann eigentlich mit der Planierraube, dass er nicht mehr verschwindet. Na, dann musst du doch dabei sein. Ja, sowas. Ich könnte das Gaspedal mal durchtreten, dann... Mache ich vielleicht noch mehr als 80. Auf der linken Spur. Ach, warte, ich bin ja noch auf der falschen Seite, ne? Na gut, jetzt bin ich auf der richtigen Seite. Ja, 85, ja, bin gut, dass da keine Leitplanke dazwischen war. Nein, ich bin kein Geisterfahrer. Das sieht nur so aus. Ungefähr. Also du kriegst hier kein neues Feature, muss ich sagen. Ja, das war ja mit der Planierraupe. Nicht eingesetzt, also. Planierraupe, nicht alles. Ich sag, ich habe die Planierraupe nicht eingesetzt. Oh, der Bauzaun ist weg. Von dem Gebäude ist auch nur noch eine Betonplatte zu sehen. Ja. Moin. Au. Ach, aber Mr. Kies jetzt verschwunden wieder, aber okay. Hä? Du musst verdichtet werden. Ja, Kies verdichten, aber Mr. Kies ist verschwunden. Kiesplätze müssen verdichtet werden. Die Kiesplätze müssen verschwunden werden. Nee, wieder auftauchen, wenn dann aber. Jetzt müsst ihr ja neu spawnen. Ach du meine Güte, wir nehmen schon eine Stunde auf. Ah, passiert. Ich frage jetzt nur, wie umfangreich ist der Auftrag noch? Eine Weile. Immer gerade erst mal gebaggert. Das ist ja nur Fundament. Dann würde ich sagen, sollten wir hier dringend unterbrechen, ne? Unterbrechen? Du meinst, dass wir schon beim Aufnehmen... Oh, guck mal, jetzt wird hier sogar angezeigt, wo die einzelnen Personen sind. Wie geil ist das? Aufnehmen das Ganze schon in zwei Folgen teilen. Und dass ich dann keine zwei machen müssen. Keine Anmods im Nachhinein einsprechen muss. Nee, und das ist auch direkt die Folgen normal durchnummeriert werden und nicht Folge 14.1 und 14.2 und 15.1 und 15.2 haben. Das mit 14.1 und 2 und so, das finde ich eigentlich besser.
Dann machen wir es jetzt eben so. Dann ist, war weißt das du, denn, dann, dann sieht man direkt, dass die Folge zusammengehört. 17.1. Das hier ist die 17.1, genau. Na dann, danke ja, fürs Zusehen. Ich würde doch die Flachgründung fertig machen, oder? Ja, dann machen sie das Fundament hier noch fertig ist, also das jetzt das hier so richtig unabgeschlossen zu lassen. Das ist krass, unter deiner Walze taucht einfach Kies jetzt auf. Auf einmal steht es gleich so eine ganze Schicht Kies, weil bei mir ist es hier immer noch so abgesackt, die Fläche so. Wie hast du das hier einfach, wie hier zu dem Zimmer hast du das rausgetan? Und jetzt taucht einfach neuer Oberboden aus Kies auf. Sehr gut. Abgefahren. Wenn du das weißt, so eine Schicht Kies, ist das dann auch so? Wie so eine Schicht Asphalt oder so. Wohnt hier einfach. Bin ich ein Kieslegerfertiger oder was? Nee, warte. Na? Kiesdeckenfertiger. Ein Kiesdeckenfertiger. So, jetzt wird mal fertig. Ach, geht doch. So. Hätten wir das. Wir sind durch. Yay. Aber wie es dann weitergeht, wie schon angekündigt, seht ihr dann im nächsten Teil. Jetzt ist wirklich Ende. Ja. Und ja, bis dahin. Wo kommt der Beton her? Einen wunderschönen Tag noch. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ach, und sorry, dass die Zugfolge nicht erschienen ist am Samstag. Da wissen wir auch nicht so genau, ja, was da passiert ist.